Willkommen zurück zur inzwischen 34. Folge des Let's Play Civilization 3. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen mit den Hubschraubern rum experimentiert und so ein bisschen mit dem Flugzeugträger und sowas. So moderne Einheiten und sowas. Und genau da starten wir jetzt auch wieder beim Hubschrauber. Den können wir jetzt auch noch hier lassen. Und wir waren dabei, unsere Einheiten in die neue Welt zu schicken, um einfach dort eine bessere Verteidigungsbasis aufzubauen. Der kann seine Einheit hier noch in Baden-Baden absetzen. Americans want to share the territoriality map. Ja, pff. Wenn euch das glücklich macht. Oh, wie krass das da verschmutzt ist. In Frankfurt, das ist krass. So, ein weiterer Siedler. Ich klicke jetzt hier mal auf Wealth. Mal gucken, was die an Geld produzieren können. 13, das ist gar nicht so schlecht. Modern Armor ist falsch. Hier fehlt auf jeden Fall auch noch das Recycling Center und das Transit System. Hier sieht es ähnlich aus. Ja, und es war so ein bisschen die Frage, packen wir es jetzt langsam in Angriff zu nehmen, dass wir die Demokratie als Staatsform wählen. Auf jeden Fall auch schön, wenn wir hier den Hubschrauber nutzen könnten. Vielleicht nehme ich mir hier einfach mal so eine Einheit und versuche mal die. Okay, ich warte mal. Vielleicht geht es auch, dass die auf den Hubschrauber geladen werden könnte. Das wäre natürlich obercool, wenn das klappen würde. Weil dann könnte ich einfach mal die Arbeitseinheiten per Hubschrauber verlegen. Quasi instant. So, du kannst jetzt hier wieder zurück nach Dover. Wo ist denn hier Dover nochmal? Irgendwo hier. Da, genau. Und die Einheiten können sich hier jetzt erstmal festsetzen. Hier hatte ich ja noch diesen Siedler gebaut. Frankfurt ist voll von Pollution. Unglaublich. Hier fehlen aber auch noch die Reinigungssysteme. Ja, und ich habe noch einen Siedler gebaut, um einfach den Raum hier noch besser auszunutzen. Und möglichst keine Lücken mehr zu lassen für Rebellen. Nicht Rebellen, sondern Barbaren, die sich ja hier überall gerne hinsetzen und dann mir leider die Möglichkeit verwehren, in Ruhe quasi hier alles zu bauen. Also hier wäre eigentlich noch eine ganz gute Position, so dass ich hier vielleicht bei dem Aluminium. Hier ist natürlich auch wirklich gar nichts sonst. Einfach nur um die Lücke zu schließen, ist das. Das nächste erfinde ich auch Computers. Ich denke mal, die Runde wird auch ziemlich zügig zu Ende sein wieder.
Da ich ja jetzt keine Einheiten mehr durch die Gegend bewege, die nicht automatisiert sind. Gut, den Bomber hier vielleicht. Ja, der ist da auch ganz cool, muss ich sagen. Bombing Mission. Ja, auf jeden Fall. Gelsenkirchen verlegen. Yo. Sind die Gegner dran? Ach ja, ich habe vergessen, an Sankt Petersburg. Ihr wollt die World Map von mir. No way. Dann nicht. Jetzt muss ich auch mal dran denken, in Sankt Petersburg. So, jetzt ist es auch alles fertig. Hier kann ich auch noch mal so Worker angehen. Cultural Influence Expanding. Ja gut, an der Stelle ist es auch ganz cool. Computer sind fertig. Jetzt habe ich die Mech Infantry und das Research Lab, das ich jetzt überall noch bauen kann. Außerdem das SETI-Programm. Das muss ich ja dann in meiner Hauptstadt wieder in Angriff nehmen, weil die Hauptstadt ja. Weil die Hauptstadt ja. Die größte wissenschaftliche Produktion hat. So, mal nach Nürnberg gehen. Wo ich aktuell Wells produziere. Da kann das Research Lab noch gebaut werden. So, was wird jetzt in meiner Hauptstadt? Da ist gerade die Factory in Arbeit. Das ändere ich sofort in das SETI-Programm. Nicht leider nicht hurryen. Wobei, wenn die Factory vorher fertig wäre, die ich bestimmt auch hurryen kann, dann wird ja. Versuch das mal. Dann wird ja das SETI-Programm viel schneller gebaut. Ja, hier müsste noch ein Worker sein. Ne, den kann ich nicht draufladen. Das funktioniert nur mit Infanterieeinheiten. Das ist ein bisschen die Frage. Kavallerie ist ja keine Infanterie. Das kann also nicht funktionieren. Und eine andere Einheit habe ich hier leider nicht mehr. Ab nach Baden-Baden. Mein Rundenende wieder. Ah, nicht ganz. Ja, da sieht es ja schon sehr gut aus. Ich kann hier im Prinzip den zerstören, den Typen. Ab zu den Inseln. Der ist schon gut versorgt. Und ich habe wieder Sankt Petersburg vergessen. Hier ist die Factory fertig. Kann ich auch noch Solar Plant bauen. Was dann meinen Output nochmal erhöht. 23 pro Runde. Jetzt würde sie nur noch 46 dauern. Ich glaube, eben dauert das noch ein bisschen länger, aber ich weiß es nicht genau. Ja, ich gehe erstmal die Solar Plant an. Ja, Petersburg. Boah, noch mehr bei Frankfurt. Da ist schon alles verschmutzt, was irgendwie geht.
Das Hospital fertig, das ist auch cool. Ja, Potsdam kann leider nicht weiter wachsen. So, den werde ich hier mal manuell benutzen, um die Pollution zu klären. Und ich muss jetzt unbedingt bei St. Petersburg mal die Unruhen beenden. Sonst geht es hier nicht weiter. Ja, so wie ein Nachteil von diesem Paratrooper, dass der eben sich nicht bewegen kann ohne, also nur einen Schritt machen kann. Ohne Hubschrauber geht da relativ wenig. Es würde mich immer noch interessieren, ob auf dem Hubschrauber tatsächlich nur Paratroopers geladen werden können oder ob auch was anderes geht. Recycling Center gebaut worden. Also im Norden sieht es gar nicht so schlecht aus, nur im Süden verkommt irgendwie alles. Research Lab. Oh, noch mehr. Also Frankfurt kann, glaube ich, bald zumachen. Hier wird das City-Programm bloß 28 Runden dauern. Disorder in Gelsenkirchen. Mal wieder. Zack. Schaut's denn hier oben aus? Nee, die Städte sind noch nicht weit genug gewachsen, dass ich das hurryen könnte. Also das hier bei Frankfurt und München, das ist ja absolute Hölle, da bleibt ja kaum noch was übrig. Der muss auf seinen Trooper warten. Vielleicht kann er den auch aufnehmen. Den schicke ich direkt mal nach Frankfurt. Da kommt auch dummerweise keiner auf die Schnelle runter, um dort die Pollution zu reinigen. Noch ein wenig das Problem, dass ich noch keine Eisenbahnstrecken habe überall. Ja, das kann man schnell switchen. Das Courthouse leider nicht. Aber das hätte ich jetzt natürlich fertig bauen können. Da werden wir gleich mal gucken gehen nochmal. Switch. Oh. Starvation bei Frankfurt. Klar, Bevölkerungsrückgang, wenn nicht genug Essen mehr gefunden kann, weil alles ringsherum um die Stadt verschmutzt ist, dann wundert das kaum. Oh, Research Lab ist schon fertig. Jetzt ist die Stadt hier auch mit allem fertig. Kann ich mal Mech-Infanterie bauen und diese alten Einheiten auflösen. Thank you.
Disorder bei Hannover. Bis man ein bisschen hurryen. Bringt ja auch nichts, da nicht auf Hurry zu klicken. Die Stadt wächst ja eh nicht weiter. Dann kann man auch ruhig ein paar Einwohner opfern. Dafür wächst dann die Stadt eben weiter. Dafür haben wir jetzt in der nächsten Runde wieder zu tun mit dem ganzen Geklicke. Um die nächste Sache auszuwählen, die gebaut werden soll, nicht? Da ist noch ein Aquaduct-To-Do und in Reims wäre das Courthouse-To-Do. Gut, gut, gut. Auch Bordeaux. Okay. Ist ja schon fast die ganze Landmasse verschmutzt. Da müssen wir jetzt wohl erstmal mit leben, erst einmal. Ja, und die mogeln sich hier rein in meine Land, in mein Landgebiet. Die bösen Römer und Sioux, obwohl die haben ja hier nur eine Stadt, das ist ja noch ziemlich harmlos, aber die Römer, die machen sich schon ganz schön breit. Gut, ich guck mal, ob ich den auch pick up. Scheint geklappt zu haben.
Ja, dann würde ich hier noch zwei Einheiten absetzen. Oder am besten alle drei. Ja, und dann kann ich die auch disbanden. Ja, genau, jetzt werden die ganzen Hospitäler und Aquädukte fertig, die ich in Auftrag gegeben hatte. Können wir gleich an das Hospital gehen. Disorder in Canterbury. Königsberg ist auch komplett fertig mit dem Ausbau. Wenn ich das richtig sehe. Ja, dann können wir jetzt hier auch Mech Infantry mal die alten Einheiten austauschen und moderne Einheiten bauen, auch für die Städte, die jetzt weiter entfernt sind. Frankfurt hat das Hydroplant gebaut. Hier werde ich jetzt sofort versuchen, irgendwie auf Recycling zu setzen, weil das ist ja eine super verseuchte Stadt. Die Superseuche. Pollution, Pollution, Pollution. Everything is pollution. Schon das Aquädukt angehen. Oh, die Stadt wächst sehr schnell, kann ich auch direkt Hospital bauen. Da wird irgendwo gefeiert. Viel zu tun, viel zu klicken. Und auch leider immer noch relativ viel Korruption. Jetzt haben wir es geschafft. Irgendwo haben wir falsch gebaut. Hier. Gut, dass ich das so schnell gefunden habe. Und dann war noch, genau, in Canterbury. Ja,
Yes. Nee, hat irgendwie nicht geklappt mit dem Pickup. Da steht sie doch noch. Pickup. Mal gucken gehen. Tja. Dann weiß ich auch nicht so genau. Und die Einheit soll den Krieger ersetzen. Ah ja, in der Stadt auflösen macht mehr Sinn. Das habe ich mit dem Schiff jetzt falsch gemacht, weil dann gibt es ja noch, gibt's ja noch Schilde für die Stadt. Oh, da geht was Richtung Süden. Vielleicht endlich mal ein Trupp, der da die großflächige Verschmutzung reinigt. Dann schicke ich das einfach mal nach. Nach Berlin. Da stört es auch keinen. Weitere Städtenamen. Was für Stadtname fällt mir ein? Hey, sag mal einen Stadtnamen. Dresden hatte ich doch schon. Natürlich habe ich Dresden schon. So, Templin. Die ro großartige Riesenstadt Templin wurde jetzt hier gebaut. Und natürlich als erstes ein Gerichtsgebäude. Disorder in Paris und Reims. Ist wieder alles gebaut. Ja, aber da können durchaus noch mehr Worker an den Start gehen. Erschreckend wenig Ausbau hier rund um Neumünchen. Da fehlt noch ganz viel Infrastruktur. Wo die Arbeiter noch nichts gemacht haben, diese verdammten automatisierten Arbeiter. Die faulen Hunde. Noch mehr Disorder. Schön. Oder auch nicht. Und die Miniaturisierung ist fertig. Jetzt kann ich diese Offshore-Plattformen bauen, die eben dann auf Meeressektoren auch Schilde produzieren können. Jetzt geht's ab Richtung Genetik. Yes. Ja, okay. Jetzt hatte ich doch relativ viel Disorder. Auch noch in Reims.
Jetzt weiß ich aber nicht, wo noch was war. Ich glaube, das waren vier Städte. Sind die Arbeiter relativ fleißig und bauen auch Eisenbahnschienen, aber manchen Regionen, es kommt noch gar nichts an. Hier unten zum Beispiel, wo alles verschmutzt. Okay, hier kommen sie langsam runter. Ja, weiß ich jetzt nicht, wo noch Disorder war. Wie schaut's denn aus in Berlin? Mit unserem Solar Plant? Das sollte ich. Oh, 11 Einwohner. Nee, das habe ich aber nicht. Das wäre mir jetzt zu krass. Dann lieber noch 11 Runden warten. Ja, was dieses Pickup macht, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt den Arbeiter hier draufladen. Nicht den Arbeiter, sondern den. Ah, jener. Jetzt habe ich es gesehen. Aber nur ist die Runde schon um. Das wäre dann jetzt noch das letzte Ziel, in Jena die Disorder zu beseitigen. Genau. Bam, bam, bam. So. Schon ist es soweit. Ist hier das. Ja, Hospital ist fertig. Kein Problem. Und dann beende ich das und wir sehen uns wieder in der 35. Folge. Bis zum nächsten Mal.